Wie gesagt, Material kann ich für andere Zeug benutzen. Ob geht da. Dankeschön. Alles wieder zurück. Alles so wie mal war. So. Ditte weg. Na gut, brauche ich keine Länder, weil. So, das Geile ist natürlich, wenn da die Anschlüsse sind auf der anderen Seite. Ich hab dich gesehen. Hä? Warum geht sie wieder runter? Sie wollte nicht sterben. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead in den Cabin. Nach der 32. Welle. Ich geh erstmal hoch, das Ganze oben ausschalten. Jetzt alles nur an. Ich hatte jetzt zuvor gehabt, einen extra Kreislauf zu bauen. Für unseren Schocker, unseren zweiten. Ist ja ein Sonderkind heute. Der will nämlich nicht so, wie ich das will. Aber irgendwie habe ich gerade einen Knick in Optik. Und zwar folgendes. Ich zeige das euch gleich. Und zwar wollte ich jetzt einfach bloß einen Schalter hier hinten ransetzen. Und alle Beete verbinden. Aber das Problem ist, ich habe, wenn ich das so sehe, Stecker technischerweise habe ich ja bloß die. Und eigentlich bräuchte ich ja den blauen rin und zwei grüne raus. Wenn ich das so klemmen will, wie ich das will. Ich will ja einen Stromkreislauf lassen, aber das aufsplitten in zwei. Und irgendwie kriegt das nicht hin. Und sobald ich das Ding hier darüber anschließe, ballert das ja trotzdem durch. Jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich eben halt die Bienenbatterien teile und die eine darin und die andere dann darin. Problem ist aber, ich kann ja auch bloß Strom in eine Batterie, also eine Stromkreislauf drinnen lassen, ne? Sobald ich die kappe, ist ja kein Strom mehr da. Und ich brauche ja für den grünen Anschluss, der hat ja da hinten einen grünen Anschluss, da, ne? Brauche ich ja das blaue Gegenstück. Und sobald das in eine Batterie rinnehmen tut und ich kappe das und mache das Richtung Schalter, ist das ein extra Stromkreislauf und funktioniert so nicht mehr. Liegt doch richtig, oder? Oder habe ich da irgendwie einen Denkfehler? Oh, ich habe hier ja noch ja nicht aufgeräumt. Kriegt ja auch Plastik alles wieder. Ja, irgendwie funktioniert das nicht so, wie das mir vorgestellt. Also, so wie ich das im Kopf gerade habe. Ich habe jetzt total Kopfwirrwarr. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, wie ich das machen kann. Ich komme auf keinen grünen Nenner. Also, ich habe schon ein paar Sachen durch. Aber funktioniert irgendwie nicht. Zeige ich euch das gleich. Aber erstmal muss ich hier das ganz aufsammeln, weil ich brauche ja das Plastik. So, und das ist ja eigentlich eine. Also, ich brauche die Ringe. So, und hier kriege ich ab und zu immer so eine Ringe und das ist ganz gut für mich. So, kommen Sie mal mit. Ich zeige euch meinen Kopfwirrwarr. Ja, wenn sie das aufsammelt. Gut, also. Wir haben ja auf der Seite hier. Mach mal auf das Ding. Hallo, aufmachen. Vier Batterien. Jetzt wollte ich erst einzeln das machen. Wie gesagt, das funktioniert nicht, weil ich brauche ja jedes Mal dann eben halt neue Solar. Und das ist so lala. Mein Platz ist nämlich begrenzt. Und dann habe ich gedacht, wie gesagt, dass ich die zusammenlasse und einfach bloß oben Schalter drin setze. Das funktioniert aber dann auch nicht. Weil, wie gesagt, zwei unterschiedliche Stecker. Also, so wie ich das machen will, funktioniert das nicht. Da ist ein Geier drin geflogen. Ja. Das heißt, ich muss mir wirklich neue Batterien bauen, ne? Es sei wirklich, ich klemme die ab. Ja, dann muss ich aber auch, wenn ich neue Batterien mache, muss ich mir auch neue Dings hier oben drin klemmen. Weil wie gesagt, die haben ja bloß hier so einen grünen Anschluss. Und Batterie blau brauche ich. Und dann müsste eigentlich hier oben, ich habe ja auch schon versucht, dass ich dann quasi hier oben so einen extra Schalter hinbaue. Aber das sieht ja nie. Weil sonst müsste ich ja da von unten, einen grünen abklemmen. Und das würde wieder bedeuten, dass die anderen keinen Kontakt mehr haben. Verrückt.
Und die grünen im blauen drin. Und wenn ich jetzt da unten... Ja, nee, das ist ja auch bloß grün. Bräuchte der im Blau. Dass die grünen in den Rinien könnten, müssten die hier blau sein. Ich blick da nicht durch. Ich hab schon wieder so viele gebaut, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Am besten, ich baue das ab und lasse es sein. Und ich hab schon mehrere Szenarien jetzt kopfmäßig und in Probe durch. Und ich komme auf keinen grünen Nenner. Keine Ahnung. Das wird so nicht funktionieren. Und ich habe jetzt keine Lust, nochmal 4 Batterien zu bauen oder 2, die hier rein und das dann auf so. Keine Ahnung, das will ich nicht. Ich habe das extra so gebaut, dass ich 2 für 2 habe und dann funktioniert das nicht. Das ist doof. Und ich habe ja Probleme, dass das hier überhaupt voll wird. So wie ich das jetzt habe. Ich müsste jetzt noch mal ein paar Solarpanels oben hinbauen. Ein oder 2. Dass ich die anderen beiden Batterien voll kriege. Wenn ich da jetzt noch mal 2... Das kann zwar jetzt nicht... Nee, kann ich nicht machen. So, was mache ich jetzt mit denen? Wie gesagt, das Einzige, was ich wirklich machen könnte, ist... Ich habe so wenig Platz. Ich müsste da irgendwie... extra bauen. Darauf habe ich keine Lust. Ich baue das ab. Scheiß drauf. Ich komme mit E-Newt aus. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das vorhatte. Ist ein kleiner Rückschlag. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich kriege ja die Komponenten-Villa. Ist ja halb so wild. Dann kann ich die Villa verwenden für andere Sachen. Aber ich finde es blöd, dass der Schocker gleich durchballern tut. Trotz, wo hier alles auf, maximal aufgewertet ist. Der Verteiler ist oben aufgewertet auf Maximum. Die Schalter sind auf Maximum. Die Batterien sind auf Maximum. Eigentlich müsste er das aushalten. Und trotzdem ballert das durch. Das ist totaler Blödsinn. Da. Finde ich ja. Aber hey. Dann setze ich da lieber nochmal eine Balliste oder einen Flammenwerfer oben hin. Das bringt auch was. Obwohl, ihr könnt eigentlich... Moment mal. Muss ja nicht unbedingt da so einen Schocker hinstellen. Moment mal, ich habe jetzt so was. Eine Railgun habe ich ja auch noch nicht. Das habe ich auch noch nicht. Also nicht mehr. Ihr könnt nur auch eine Railgun bauen. Ah, die frisst auch Strom ohne Ende. Kacke, Scheiße, Dreck, Mist. Hier ist auch nichts anderes drin. Dass ich mal so schnell hin zimmern kann. Ich komme hier nicht auf den grünen Nenner. Was ich jetzt noch machen könnte. Was verfristet er? Strom 2000. Und das kostet 20.000 Stromverbrauch? Dann ist das Ding doch gleich leer. Also Railgun ist ja mal erstmal nicht, wa? Da müsste ich eigentlich einen Motor bauen. Weil der bringt dir noch Strom. Nee, das mache ich nicht. Ich reiß das ab. Scheiß drauf. Ist ein Projekt, was nie funktioniert hat. Aus Pflaster. Bevor wir hier noch stundenlang rumdiskutieren. Wie gesagt, Material kann ich für andere Zeug benutzen. Ob geht da. Dankeschön. Inventar ist voll. Wer hätte das gedacht? Kann ich das jetzt mitnehmen? Nee, immer noch voll. Na toll. Oh. Er schläft. Ja, was wir jetzt da hinstellen, anstatt des Schockers. Aber wir sehen noch nie. Aber uns wird uns schon was einfallen. Gesagt. Gib mal. Wir waren ja eigentlich safe. Wir kommen ja nie bis zu uns hin. Hä? Ich habe doch jetzt 1, 2 Plätze frei gemacht.
Es gibt erstmal eine Birne. Und eine Apfelsine. Wo jetzt? Geht doch. Es geht doch. So. Schandfleck wurde behoben. Gut, dann kann ich das auch wieder vernünftig reparieren. Wie gesagt, ich könnte eigentlich... Na gut, jetzt habe ich das abgerissen. Ich hätte auch einen Flammenwerfer dahin ballern können. Aber wie gesagt, Schocker und Flammenwerfer... Wie gesagt, bis jetzt brauchen wir hier nichts weiteres. Ich lasse das auch so. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist da oben das Ding umstellen. Aus Pflaster. Wie gesagt, das ballert, wir ballern. Kommen ja nicht durch. Ja, da oben knistert irgendwas. Da ist oben irgendwas kaputt. Hä? Achso, du. Das ist jetzt ernst hoch, dass du kaputt bist. So, das heißt aber auch, Villa. Ach da. Das heißt aber dann auch, Villa, dass ich den Villa zurückstellen muss. Ja, dann brauche ich den Kasten da oben nicht. Also ich habe ja hier immer so eine... Sicherung, das reicht ja aus. Dann kann das nämlich auch weg. Alles will er zurück. Alles so wie was mal war. Und weg. Na toll. Kein Platz im Inventar. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So, dann schmeiß ich da erstmal Ditte drin. Den Chip brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich nicht. Die Komponenten. Also, naja, gut. Später vielleicht. Irgendwann mal. Irgendwann mal. So, und dann kann ich nämlich die Komponenten darin schmeißen. Dann habe ich da schon wieder ein bisschen mehr Platz. So, ja, hier. In den Kisten. Es war ein Versuch. Wert. So, boah, ich musste kurz niesen. So, eigentlich müsste doch... Der Schocker, der müsste ja eigentlich trotzdem funktionieren. Nee, den habe ich ja jetzt komplett abgeklemmt. Gut, Strom ist da. Und ich müsste den einfach jetzt wieder bloß nach vorne legen. Eben halt, wie es war. So. Du kommst daran. Du kommst nach vorne. Und schon ist Villa alt beim Alten. So, wo bist du? Da. Und es funktioniert wieder. Oh. Das hat mich über meinen eigenen Schritt erschrocken. So. Musik. Du musst weg. Na gut. Das ist wieder in Ordnung. Ich werde jetzt noch da oben vielleicht noch eine Solarpanel hinstellen. Aber wie gesagt, erstmal werden wir das Ding da oben abbauen. Habe ich hier noch Platz, dass ich das abbauen kann? Ach, hier nochmal. Strom abschalten. Erstmal Strom aus und dann kannst du weitermachen. So. Na gut, also Ding abbauen da oben und dann umstellen. Und dann hoffen, dass das reicht, dass die nicht jedes Mal dagegen ballern. Wäre nett, wenn das funktionieren würde. Ich jetzt nichts dagegen. Ich brauche ja alle bloß um ein Stück versetzen, eins abreißen. Ja doch, das müsste funktionieren. Es müsste funktionieren. Bist du immer noch da, Mucki? Schmeiß dich mal kurz hier hin. So. Raketen am Start. Kann ich ja später wieder teilen. So, dann muss ich, Musik denn? Da. Die Molly brauche ich jetzt eh nicht. Also, wie gesagt, die Molly ist jetzt... Ist ein Witz. So. Ditte weg. Hab ich jetzt alles? Ich gehe mal davon aus.
So, jetzt wird da eh zwei Sachen runterputzen. Nee, baut jetzt so ab. Na toll. Na toll, toll. Jetzt? Nein! Und da steh ich. Und erst recht, wenn ich draufstehe. Spend's wohl. So, warte mal, kann ich hier irgendwas? Nee. So viele kann ich nicht fressen, wie kotzen. Gut. Hammer wechseln. Schnell hier Munition reinknallen und dann passt es doch. Wie gesagt, die brauche ich doch eh hier oben erst. Wie gesagt, die könnte ich eigentlich so lassen. Kann auch hier rein. Woanders brauche ich die ja nicht. Gut. Bitte einmal die 6. Dankeschön. Und das weg. Dann muss ich aber die Gelände auch wegmachen, oder? Kriegt das Ding ja nicht hin. Oder kriegt das Ding trotzdem hier hin? Hoch mit Gelände? Ich probiere das einfach mal. Dann mache ich da hinten zu und dann ist es gut. Wo sind sie denn? Da ist er. Unsere dicke Bertha. Kann ich so ja trotzdem hier hinstellen. Na gut, brauche ich keine Länder, weil... Ich geh nicht ran. So, das Geile ist natürlich, vielleicht die Anschlüsse sind auf der anderen Seite. dasselbe hatten wir letztes Mal da auch gehabt. Na gut. Also, das Pönöke muss nach vorne. Das dreht sich ja so oder so. Nochmal von vorn. Es ist schon Traum. So, so lang. So ist richtig. Was jetzt nun? Könnte ich doch eben gerade bauen. Oder ich baue dich so. Warum kann ich dich so bauen, aber so nicht? Ah, doch, jetzt sieht es. So. Mache er eine Verbindung. Und zwar von da. Na da? Dann kommt da Munition rein, dann müssten die eigentlich auch dran vor. Die schießen auch gegen das Ding jetzt, ne? Eigentlich müssten sie vorbeischießen können. Eigentlich. So, dann zieht mal hier die Hälfte wieder ab. Die rechte Aufteilung hier. Okay. Warum mache ich das einzeln? Macht doch ja keinen Sinn. Mach ich mal schnell mein Inventar leer. Und dann stellen wir hier für Munition. Wie viel habt ihr denn jetzt raus hier? Wie gesagt, immer noch im grünen Bereich, aber trotzdem. Was ich habe, habe ich. Was ich kriege, weiß ich nicht. Besuch. Die Spätzünder sind schon wieder da. So, dann kann ich hier schon mal wieder ein paar herstellen. Ganz genau ein paar. Weil ich kann mir noch ein paar Plastik herstellen. Ja, komm her. Oder auch nicht. Mach doch, was du willst. Machst du da so oder so. So, Papiere. Auseinander. Da liegen mir so auf dem Kranz. Warum müssen die jetzt so unbedingt kommen? Ich hab dich gesehen. Hä? Warum geht sie wieder runter? Sie wollte nicht sterben. Das kennst du nicht. So, jetzt müsste ich ja genug haben. Oh. Ja, sieht doch ganz anders aus. Dann müsste ich eigentlich noch... mal, das rausnehmen, das rausnehmen. Dann brauche ich noch ein bisschen mehr Größe. Dann können wir nämlich gleich die Beta herrichten. Das ist auch eine gute Idee. Ich glaube, das sollte ich machen. Und dann können wir auch gleich das Zeug von unten mit hochnehmen. Passt wie Arsch auf Eimer. Ja, das werden wir tun. So. 11 Stück. Läuft. Es geht voran. So, dann kannst du da wieder rein. Wo du rein gehörst. Passpaket hat Luft. Ey, das funktioniert wieder. Wieder viel zu gut. So.
Steine. Brauche ich zwar jetzt nicht. Aber wir wissen, für was der Dude ist. So, nachladen. 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 Inladen. So, jetzt runter. Die anschalten. Garten runter. Zeug rausholen. Neue Rinnen. Fertig. Wie gesagt, denn wenn wir es schaffen, nochmal zum Polizeirevier. Rubik's funny, aber hey. Ja, die Lotterie funktioniert heute ein bisschen besser. Was habe ich jetzt? 25 insgesamt, was hatte ich vorher? 6 hatte ich drin gehabt, ne? Glaube ich. So. Hier noch was? Ich glaube, unser Friedhof, der ist auch... das ist doch schon wieder fast voll. Er ist voll. Dann kann ich noch mal was herstellen. Na komm, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir es richtig. Wie gesagt, das Zeug für den Garten lasse ich denn unten, wie gesagt. Dann ist es gut. Hallo? Dann passt das. Dann haben wir das auch fertig. Und dann kann ich auch mich wieder am Herd stellen. Und für uns ein paar Sachen kredenzen. Na komm. Da müssen wir ja auch ein bisschen wieder mal durchschauen, was so zu reparieren ist. Da wird es ja irgendwie Sachen geben. Aber so ist es mal. Wo ihr hobelt wird, fallen auch Späne. Aber wir kommen so langsam auf den grünen Nenner. Wie gesagt, wenn ich dann irgendwann mal einen zweiten Schocker und eine Railgun hier hinstellen möchte, muss ich ihm halt nochmal Strom besorgen. Müsste ich eigentlich einen neuen Raum bauen. Einen zweiten. Der extra nur dafür da ist. Und dann da drinnen diese Motoren und dann, weil wie gesagt, Benzin kriegen wir ja, glaube ich, jetzt eh 2 Stück. Das sollte eigentlich machbar sein, oder? Ich glaube schon. So, eigentlich bräuchte ich auch Gießkannen. Das heißt, ich bräuchte erstmal den Dünger. Oh, da brauche ich gerne eine Ditte dazu. Bitte lasse ich erstmal ausfallen. Dann ist das nächste, was wir machen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Erstmal das normale und dann das andere. Na? Na? Der will nicht. Jetzt will er. Bei mir ist gerade Tatü, Tata, Tatü, Tata. Ihr hört es zwar nicht, aber hey. Was ich mir gerade frage, unten in der U-Bahn, ob das da schon respawned ist? Hm. Da waren wir das letzte Mal drin gewesen, wie gesagt. Schon eins wie Tage her, ne? So, dann knattern wir das hier mal voll. Ja, dann haben wir wieder ihn 2 Stücken. Und da war auch ein bisschen Gummi bekommen. Dadurch ist das ja nicht mal so schlecht. Ich glaube, das sollten wir so tun. Wenn wir die Möglichkeit haben dazu, sollten wir das machen. Ach, hat doch was entspannt, wa? Also so mal nach der Welle, mal was ruhiert. Ach, schön. Streu ein bisschen Salz. Ja, nimm das. Ein bisschen Pest. Naja, gut. Es ist der Gedanke, der zählen tut. So wie die das schmeißen tut und man achte mal bitte auf den Wind, dürfte hier drauf ja nicht landen. Müsste eigentlich halt daneben gehen. Aber hey. Jeder so wie er kann, wa? Mit der Jacke ist auch, die ist fette zu eng. Die reißt schon auf, seht ihr? Völlig kaputt, die Jacke. So, eben mal komplett durchgezogen hier. Das hat genau gereicht. Ganz gut so. Und das Zeug kommt hier rein.
Nicht, da brauche ich ja oben hoch, aber da. 10 Stück habe ich noch übrig. Das kommt nach oben. Ja, wie gesagt, ich brauche da noch ein bisschen mehr von. Wie jetzt? Da ist doch noch genug Platz. Erzähl doch sowas nicht. Hä? Na gut. Okay. Also okay ist es nicht, aber... Was machen? Das ist aber maximal doof. Warum renne ich denn auch mit dem ganzen Eisen hier rum? Naja, Beste, fragt ihr euch die ganze Zeit immer. Das ist bei mir dumme Angewohnheit. Ich will nie erst stundenlang sortieren. Ich will los, ich will los, ich will los. Obwohl das total dumm ist, ich weiß. Ab und zu mache ich das ja auch. Aber nicht immer. So. Wie gesagt. Wir müssen das Essen holen und dann können wir das Inventar leer machen. Erst das eine, dann das andere. So, dann nehmen wir auch alle da raus und dann gucken wir, was wir putzen können. Wir werden das so machen wie letztes Mal. Wir werden uns von hinten nach vorne durchforschen. Geht doch. Von wegen voll. Du bist voll, Mädel. So. Eins. Zwei. Oh, wir haben auch wieder ein paar Kürbisse bekommen. Ja, das war nämlich schon. Mehr Gießkannen war nicht. Muss ich im Video finden oder erstmal herstellen? Alter, so viel rumgelabert und nichts gemacht bis jetzt. Naja, gut, wir haben das umgebaut da oben. Hoffen wir, dass bei der nächsten Welle das funktionieren tut. Dass sie nicht dagegen ballern. Naja, nichts kannst du auch nicht sagen. Ist es nicht viel, was wir heute? Also, ne. Ja, doch ein bisschen produktiver mal. Ein kleines bisschen. So. Wenn ich jetzt noch was brutze, ja, dann ist der Rest auch in Ordnung. So, eigentlich müsste ich... Warte mal, ich muss das nochmal hier... Wenn ich brutze, muss das hier alles raus. Es geht ja bloß das eine oder das andere. Alle Beete zusammen geht nicht. Also muss ich hier ein bisschen Platz schaffen. Ich weiß. Ich werde einfach mit sortieren. Aber hey. Es passt schon. So, Muffins brauche ich ja eh nicht. Ich brauche das Fleisch. Ich brauche den Speck. Ich brauche das Brot. Und den Rest brauche ich auch. So. Die Brühe brauche ich. Ganz, ganz dringend. Es wird Öl, meinte ich. Ach komm. Schmeiße ich das hier auch nochmal rein. Und hol das nachher wieder raus. So einfach ist das. Und die Brühe. Die Brühe muss auch nochmal schnell mit. So. Muss nachher bloß dann denken, dass ich das nachher wieder rausnehme, ne? So, erstmal brauche ich Brühe. Wo ist die denn? Da ist die Brühe. Kann ich mir nicht machen, weil mir... Wie jetzt? Mir fehlt das Fleisch. Ich habe davon kein Fleisch mehr. Na gut, ich war die letzte Zeit auch nicht mehr jagen, ne? Na gut. Brühe fällt heute aus, wegen Isni. Man kann die alle haben. Also, fangen wir von hier an. Oder kann ich Brot neu herstellen? Ja, Brot kann ich herstellen. Brot ist möglich. Oder brauche ich die Kartoffeln auch? Die brauche ich da auch für andere Sachen, ne? Also hier brauche ich das schon mal nicht. Alter, und hier brauchst du das kleine Fleisch. Nö, kann ich machen. Kann ich machen. Kartoffeln. Dann brauche ich das aber hier für. Das ist doch kacke. Kannst du da bloß das eine mit. Ohne nie. Also ohne das andere kannst du das eine nie machen. Ich brauche immer noch einen Platz dazwischen. Das
Der kann das ja nicht rausnehmen und gleichzeitig verarbeiten. Das geht ja nicht. Baum hoch. Ist ja so schwer. Oh, fertig. So, Kuchen können wir nicht machen. Ich kann aber Gemüseeintopf machen. Werde ich auch machen. Ganz genau ein Stück. Das reicht mir aus. Keks, das ist, da krieg ich ja bloß Lebensenergie wieder. Und noch mehr Speiseöl, glaube ich, brauche ich nicht. Das heißt, ich muss wirklich die nächste Villa jagen gehen. Ich brauche großes Fleisch. Oder ich werde endlich mal anfangen, oben die großen Pfeilen hinzustellen. Ich glaube, das werde ich mal kurz tun. So, warte mal. Da raus. Und du eigentlich auch. Weil das sollte ja nie hier hin. Da sollte sowas drin. Unfertige Zeug. Alter, meine Nase fängt schon wieder an, so rum zu kribbeln. Ed, zurück. Eieiei. Und das brauche ich bei 7 Days. Und hier finde ich die noch nicht schon verarbeitet, die nicht. Ja, ja. Die Suppe kommt nach oben. Das kommt auch nach oben. Speck kommt darin. Ist ja noch nicht fertig. Kommt Altbilla hier zurück. Ist ja fertig. Das ist Leder. Kommt auch hier hin. So, und hier kommt dann das Pferdchenzeug drin. Oder fast Pferdchen. Das wäre eh mal das Speiseöl. Das kommt hier hin. Die Muffins kommen hier hin. Das Fleisch lasse ich am Mann. Das Brot kommt hier hin. Reicht doch, oder? Ich glaube, das reicht. So, ich sollte erstmal das verbrauchen. Gut, was brauche ich denn für morgen, wenn ich diese Fallen aufstelle? Ich muss ja denn... genau, die muss ich dann hinstellen für Großvieh. Das ist für mittelgroß. Das ist für Vögel. Aber das wird nicht für Enten funktionieren, ne? Ich frag bloß mal so. Und warum... Ja, okay, Fleisch. Und da kriegt er eh bloß Federn und Eier. Fehlen mir aber dann immer noch die Knochen. Ich werde trotzdem ausprobieren. Ich gehe... Das wäre dumm, wenn ich da Enten Eier kriege. Gut, jetzt habe ich aber kein Kleinfleisch mehr da. Na. Doch, ein kleines Fleisch habe ich. Ich werde mir jetzt so ein Vogelnest hinstellen, wenn das geht. Nägel krieg zusammen. Das krieg zusammen. Krieg zusammen. Ich stelle mir jetzt so ein Vogelnest unten hin. Darauf kannst du aber ihn lassen. Kannst du aber auch sein lassen. So, dann brauche ich das. Wo habe ich jetzt? Die Nägel sind unten, ne? Lass mich durch. Ich glaube, ich hatte noch Nägel gehabt. Aber hier sind sie noch nie drin. Die müssen unten sein. Logischerweise. Und mein Magen knurrt. Ich glaube, ich muss danach erstmal Päusi machen. Ich habe da Britta eingesteckt. Ja, zu wenig. Es ist einfach zu wenig, Karbin. Gut, dann mache ich halt so. Dann stellen wir jetzt ein Vogelnest noch hin und morgen werden wir uns hier die mittelgroßen Pfeilen anschaffen. Ah, ich glaube, so werden wir machen. Wie gesagt, Enten, das wäre sehr, sehr komisch, wenn das wirklich funktionieren würde. Was für das so große Ding. Ich muss mal wirklich ein Stück runter. Mal runter. Da. Tweet, 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 tweet. Na gut, Leute. Dann werde ich mich mal kurz für heute verabscheuen. Und wir sehen uns morgen wieder. Dann stellen wir uns da ein paar Fallen oben hin. Und, schießen ein bisschen Kleinviehzeug und so, ne? Und dann ist ja auch schon wieder die 33. Welle dran, ne? Das sieht ja hier ratzfatz, seht. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Wenn, dann denkt an Däumchen, Träumchen und so. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ich bin raus. Tschüss.